Komm. Auf. Ja, danke, dass du aufmachst, trotz Winterpause. Got a lot of cold-blooded ways. Ain't no love in the city. That's a price you gotta pay when you pop in. I can never love on my own. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir fahren zum Porsche Museum Gmünd zu unserem alten Kumpel Christoph Pfeifhofer. Ihr wisst, da fahren wir ja jedes Jahr hin. Ne? Gucken, was so geht, was die Ausstellung macht. Und gerade jetzt im Winter ist es natürlich besonders schön, weil das Museum eigentlich zu. Ja? Aber der Christoph sperrt für uns auf und dann gucken wir mal so ein bisschen, was da so rumsteht. Und freue ich mich drauf. Christoph auch ewig nicht mehr gesehen. Und dann werden wir hier unser Schätzchen nämlich stehen lassen. Für die nächsten wilden Sachen, die wir vorhaben im Schnee. Ja? Ja, ich glaube, der Kleine ist da in sehr guter Gesellschaft. Und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, kann ich mich da immer noch nicht dran gewöhnen, mit dem RS durch den Winter zu fahren. Das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Überall liegt Schnee. Und dann fährst du mit dem GT3 RS durch die Gegend. Da jetzt Winterreifen drauf zu haben, ist irgendwie speziell, sag ich mal. Besonderes Feeling. So, ein bisschen tut es schon weh, ne? Wenn man hier auf der Straße sieht, wie krass hier gestreut ist. Alles voller Salz. Blech, ekelhaft. Aber jetzt werden wir gleich in einer wunderschönen Waschbox, in der wir schon gefühlte 30 Mal waren beim Pfeifi, werden wir schön den Salzkram wieder runterwaschen. Und den Rest muss dann mein Kumpel Glanzmann Detailing besorgen. Da werden wir das Auto nämlich hinbringen, sobald wir wieder in Deutschland sind mit dem Schätzchen. Und der macht dann auch richtig schön von unten alles. Und gerade hier beim Gewindefahrwerk, in den ganzen Gewinden von den Einstellmöglichkeiten und so, da setzt sich natürlich überall der Dreck und der Salzmock ab. Und jetzt werden wir alles wieder schön herrichten. Für die neue Saison kriegt der Kleine schöne Unterbodenwäsche, alles was dazugehört. Dann sind wir wieder vorne. Ich denke, er wird es aushalten. Ne? Ist ja ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Ihr kennt den doofen Spruch ja schon von mir. Weil kein Bock auf eine Trailer Queen. Das Ding muss und möchte bewegt werden. Jetzt haben wir auch schon 1939 Kilometer auf dem Bock. Heißt, wir können auch mal ein bisschen durchladen. Und ganz zufällig fahren wir gerade in einen Tunnel. Ne? Also können wir natürlich jetzt mal gucken, wie der Freund sich anhört. Schon schön, ne? Also, irgendwie ist das nett. Herrlich. Gang, 5000 Umdrehungen, einfach so durch Tunnel rollen, herrlich, einfach herrlich, gibt nichts Besseres, ich sage dir, Wahnsinn. Ich finde natürlich auch hier so eine Einstellungssache, ne? Das sieht ja so geil aus, finde ich, dieses Display vom Allerfeinsten, guck mal hier, gehst du da drauf, zack, vorne die Flaps haben wir ja schon im Video gezeigt. Gehen natürlich auch zu, Flügel zu. Ah, wenn der Flügel zu ist, sieht der Flügel an sich auch noch mal viel brutaler aus. Sehr geil. Und du kannst natürlich dann auch hier deine ganzen Geschichten verstellen. Das werden wir aber alles ganz in Ruhe machen, wenn wir das erste Mal auf Track Day gehen. Und auch das dauert nicht mehr lange, weil wir werden am 17.02. bereits in Hockenheim unterwegs sein. Insofern das Wetter mitspielt und am 24.02. auf dem Grand Prix-Kurs vom Nürburgring. Also haben wir schon ein bisschen was zu tun dieses Jahr. Müssen wir natürlich noch mal eben Reifen umstecken. Ja? Mit Winterreifen brauchen wir da nicht anzutreten. Und danach geht das Auto schön zum Saubermachen. Dann kann die Saison kommen, weil dann haben wir nämlich noch 2,5 Wochen. Und dann macht die Nordschleife auf, Freunde.
Und da sind wir natürlich am Start. Ich glaube, 17.03. Erste Mal wieder Taxifahrten. Und da werden wir natürlich mit unserem Schätzchen am Start sein. Ich bin so gespannt. Ich freue mich so sehr auf Tourifahrten, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ehren ist auch schon verhaftet, der muss da mitfahren, ob er will oder nicht. Den tapen wir dann irgendwie im Sitz fest oder so. Mal gucken. Ja, es wird auf jeden Fall lustig. Freue ich mich sehr drauf. Wird geil. Got the blueprint for Percy Miller. I do this for La Familia. That's the way it's gotta be till I go. I keep a few in rotation. She ain't f***ing and I'm skating. Treat her like I'm Shad Moss. I gotta roll bounce. I don't care for no man admiration. Out your steady paper chasing. Long as me and mine got it. That's what I'm on. Hustle for my last name. So, jetzt haben wir den schönen Wagen wieder schön sauber gemacht. Weil wir können dem Christoph ja kein dreckiges Auto in die Halle stellen. Das geht ja gar nicht. Ist auch für mein inneres Wohlbefinden besser, wenn das Auto sauber ist. Na, weil jetzt hier den dreckig stehen lassen, eine Woche oder zwei, das würde ich auch nicht übers Herz bringen. Winterpause, aber der Pfeifi macht für uns die Bude auf. Cup-Café, muss der Godi eigentlich übernehmen hier, ne? Guck mal, Cup-Café hier, das wäre doch was, oder? Muss da mal ein Foto von machen. Ja, mit den Bergen im Hintergrund. Meine Herren, ey. Ist das schön. Ha, Maschallah. Guck mal hier, da geht für uns die Pforte schon auf. Ist so ein Traum, oder? Guck dir das mal an, das ist so unwirklich. Diese stylische Halle, dann da hinten noch die Burg im Hintergrund. Ach, herrlich. Ja, Pfeifi! Ja, grüß dich! Servus! Wie geht's? Ja, gut, und dir? Perfekt, ein bisschen kalt. Ja, kein Schnee. Kein Schnee, Gott sei Dank. Ja, aber du warst Skifahren gerade noch. Ich war vor einer halben Stunde Skifahren, ja. Perfektes Wetter, wunderbar. Geil. Ja, ist natürlich schon gut hier, ne? Ja, perfekt im Sommer zum See. Im Winter sind wir 20 Minuten auf der Piste. Herrlich. Traumhaft. Dann müssen wir doch umziehen. Dein einzige Problem ist eure Kfz-Steuer. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, das ist ein Problem. 67%. Ja, ciao. Ja. Au. Au. Komm. Au. Ja, danke, dass du aufmachst, trotz Winterpause. Ach, ja. Ja, es ist halt auch herinnen ein bisschen kalt jetzt. Nackte Mädels hast du jetzt auch. Ja, Gott sei Dank ausverkauft. Deshalb haben wir die ein bisschen nackt gemacht. Da hängen normal deine T-Shirts drauf, ne? Die T-Shirts, ja, was die jetzt im Winter oder bevor es wieder losgeht, ist halt so ziemlich, Gott sei Dank, alles leer. Du weißt ja eh, Warenbestand und... Ja, ja. Ach, ist immer wieder schön hier. Ja. Du hast ja gar kein UFO stehen. Na, freilich. Ah, doch, da steht eins. Da. Ah, ja. Ah, schön. Ja. Von den neuen hast du keine mehr? Na, nichts mehr, ist alles weg. Sehr gut. Das hört man gerne. Ach, so alte Rennautos, ne? Also selbst nur so ein Modellauto. Die haben schon was, gell? Das ist schon geil. Also irgendwie hatten die auch mehr Stil, die Autos. Und ich fand auch, das sah auch schöner aus, wenn die gefahren sind. Weil da mehr Bewegung drin war. Da ist komplett mehr Bewegung. Der ist nicht mehr so, oder der ist nicht so geradlinig. Genau, sondern... Da ist immer irgendwas in Bewegung. Ja, genau. Und du siehst ja auch, wenn die fahren, in den Kurven dreimal nachlenken und, dass es rumgeht. Ja, genau. Und bei euch ist so, tschak, tschak. Und, ja, fertig. Ja. Ja. Na, wir haben jetzt... Was hast du denn Neues? Die RS-Gegenüberstellung von den beiden. Hast du das jetzt gerade eingerichtet? Also ist das brandneu jetzt? Genau. Geil. Boah. Schön. Also 964 RS eben in dieser Sternrubinfarbe, 993 RS. Der ist ja so schön, ne? Das ist ein schönes Auto. Dieses Auto ist auch wieder ganz was Besonderes. Der ging nach zwei Wochen, das war ein großer italienischer Porsche-Fan und Riesenkunde von Porsche, ging dann zurück in die AG und wurde in der AG ihm ein RSR-Motor eingebaut. Ein Einzeldrosselklappenmotor und der ist so gefahren. Und wie ich das Auto gekauft habe, ich dachte schon, der läuft so unruhig und hin und her, immer, mach, wieder eine Baustelle. Dann haben wir aufgemacht, das hat ja alles gar nicht gewusst. Ja.
der nächste Besitzer, weil er zwei Besitzer in Italien hatte, der hat das gar nicht gewusst und dann habe ich gesehen, Einzelrössel. Geil. Ja. Ja, nicht schlecht. Und schaut schon interessant aus, wenn du schaust, das Gmünd-Coupé und das erste Coupé von Stuttgart, dann den 964, den 993 und wenn du von diesen vier Fahrzeugen, da ist ein Unterschied von 50 Jahren und die Silhouette und die Dachlinie ist nahezu gleich. Ne? Wahnsinn, gell? Also da muss man ja wirklich sagen, das macht ja Porsche mit Abstand am besten von allen Herstellern. Ja. Ne? Also dass du halt heute einen Elfer siehst und selbst wenn du die letzten 25 Jahre im Knast verbracht hast, weißt du, das ist ein 911. Genau, mit den stehenden Lichtern, mit den erhabenen Kotflügeln, Das siehst du. Ja, und es ist halt auch irgendwie sexy, ne? Also Ich mag das. Auch wenn du im Auto sitzt und dann hast du ja diese Silhouette vorne, Das ist einfach geil. Ja, das ist... Und ich sage ja oft, oder wir fragen ja oft, speziell Kinder und Frauen, wenn es oft heißt, ja, in ein Museum gehen, ja, das ist uninteressant für Damen oder Frauen oder Kinder. Und dann frage ich oft die Kinder, wenn sie einen 356 ansehen oder einen 911, was sie sehen. Und da sagen sehr viele, dass das ein freundliches Gesicht ist. Weil wenn du schaust, ein 356, als wie er dich anlachen würde mit den Augen. Ja, stimmt. Gell? Ja. Er ist nicht so aggressiv. Aber also genau, nicht so aggressiv, aber irgendwie doch so hingebracht, dass man genau weiß, was da steht. Ne? Genau, also man weiß genau, das Ding hat richtig was drauf. So ähnlich wie der Schlitten da in der Ecke. Ja, da genau, hast du mir ja vor Jahren schon versprochen, dass wir damit mal fahren. Also da müssen wir mal... Ja. Fahr mal. Sturzhelm. Ja, aber auch diesen Porsche-Designhelm. Ja. Diese Murmel. Richtig gut. Und wir tauschen halt jedes Jahr die Fahrzeuge aus. Ja. Ich außer hier das LMP1-Auto, aber den würde ich auch nicht tauschen, wenn ich du wäre. Nein, weil das ist ja. Ja, das ist ja das Gerät einfach, ne? Der ist jetzt 7 Jahre alt und immer noch aktuell. Ja, und ich finde halt immer schön, dass du halt so krasse Feature einfach siehst, die dann auch zwischendurch wieder verschwinden. Ne? Das war bei den GT1-Autos damals, dann gab es wieder so eine Epoche, da sind diese ganzen verrückten Sachen verschwunden. Dann gab es wieder alles so ein bisschen normaler und dann hatten wir auf einmal auch die Prototypen, relativ normale Rückspiegel und so weiter und so fort. Und dann fing es wieder an, dann sind die wieder Ingenieure komplett durchgedreht. Ja. Und das ist halt hier, gerade bei dem Auto, ne, diese Thematik mit den Rückspiegeln hier im Kotflügel drin, das ist ja so geil. Also es ist schon wirklich abgefahren. Ich schätze, der könnte noch mitfahren. Also ich glaube von der Performance. Ich glaube sogar, der wäre zu schnell. Ja, das. Weil jetzt die LMDH, die haben die schon ziemlich beschnitten. Und das sind ja alles ganz neue Autos. Ne? Die Autos gibt es meistens erst ein Jahr oder so. Ne? Und die sind ja auch noch dabei, ein bisschen zu schauen, was geht. Ne? Ja, wir waren auf dem Ice Race. Da waren die vom Porsche Gelderland und hatten die holländischen Polizeiautos dabei. Ja. Ist ja auch irgendwie eine witzige Nummer, ne? Ja, die schauen Ding, auch witzig aus. Das Ding sieht halt schon wieder so sehr offiziell aus. Ne? Ja, das ist ja, damals ist ja das im Zuge der, Österreich, in Österreich hat es ja Polizei in der Stadt gegeben und am Land Gendarmerie. Mhm. Und dann hat man das zusammengelegt, dann auf einmal waren halt am Land auch Polizisten und dann bekamen die Polizisten einheitliche Uniformen, dunkelblau und ein neues Design mit diesen Rot und Blau. Mhm. Und zu diesem Anlass bekam das Innenministerium von Porsche dieses Polizeiauto für ein halbes Jahr, 56.000 Kilometer und ging dann in alle 9 Bundesländer. Und am Ende dieses Jahres konnten wir das Auto dann kaufen. Cool. Oh, geil. Du hast schon ein paar witzige Dinger. Du hast ein Safety Car, ne? WEC Safety Car mit komplettem Blinklicht, allem was geht, Polizeiauto. So eigentlich mal so eine Nacht der Lichter. Können wir machen, das ist sicher lustig. Und Sirene auch. Ja, genau, und Sirene auch, ja. Ja, schön. Cayman GT4, das ist ja einer der ersten gewesen, ne, die das 24-Stunden-Rennen mitgefahren sind. Und wenn man da schaut, das ist so, dass man das Auto, was eigentlich modern ist, und das Auto von 1972, auch Mittelmotor, wie riesig das, wenn du die beiden nebeneinander siehst, wie riesig das Auto eigentlich ist. Ja, und dann gehst du zum 991, zum Cup-Auto,
Ja, das ist sowieso zum 992 klein und doch ja, wieder ein Riesenauto. Der 991 GT3 RS und auch Cup logischerweise ist größer als ein Mercedes SLS. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Wenn du ein SLS stehen siehst, denkst du, was für ein Schiff. Und der 991 ist einfach größer als so ein SLS. Das ist schon krass. Der 914er, beziehungsweise jetzt in dem Fall ja 916, ne? Aber 914-6 haben wir ja gerade jetzt endlich für unseren Kumpel Dirk gefunden. Ne? Gott sei Dank, schönes Auto, gell? Sehr schönes Auto, ja. Ja, der ist auch echt happy. Und das ist halt so eine witzige Sache, weil es gibt ja bei dem Auto auch nur zwei Lager, ne? Ja. Entweder sie lieben es oder sie hassen es. Und zum Fahren ist es, glaube ich, sehr cool. Zum Fahren ist es wirklich lässig, weil er gut geht. Du hast den Sound vom 911 und er steht dem 911 eigentlich nichts hinten nach. Ja. Und was ich jetzt auch gelernt habe, ich habe mich in der letzten Zeit damit intensiv beschäftigt, teuer. Ja. Also Revision, Motorrevision von so einem Auto, also von einem 914-6 kostet um die 40.000 Euro. Mhm. Und wenn du so ein Auto restaurieren willst in richtig schön, dann kostet das Ding so 200.000 Euro. Ja, das geht schnell, ja. Boah, hätte ich nicht mit gerechnet, weil es war ja immer so ein bisschen der Hausfrauen-Porsche und so, ne? Wurde ja so oft ein bisschen, ja, wie soll man sagen, durch den Kakao gezogen, aber völlig zu Unrecht eigentlich, ne? Es ist ein sehr, sehr gutes, geiles, schnelles Auto. Ja, es ist zum Fahren richtig lustig, ja. Geil. Ja, hier das durchgeschnittene Ding, das kennen wir ja auch. Ne, das war das Cabrio, das ist jetzt ein Coupé. Ach, stimmt. Wir haben ein Cabrio gehabt und das ist jetzt... Das ist das Coupé, stimmt, ja. Ist auch cool. Und ihr habt gesagt, es ist gar nicht blöd, wenn man 997 Coupé zeigt, weil 997 jetzt auch neben den 996 viel mehr wieder kommen. Also 996 ist ja gerade richtig, ja, brutaler Hype, ne? Das ist vollkommen irre. Und 997 ist mit Sicherheit der nächste. Und ich muss sagen, ich finde den auch unheimlich schön. Ja. Ich finde den einfach unheimlich schön. Ne? So ein lässiges, cooles Auto und auch bezahlbar, ne? Also ja, der ist ja wirklich bezahlbar. Schönes. Und da kommen halt viele Besucher mit ihren 997 und 996 ins Museum und das ist dann immer faszinierend, ja, wenn die dann da stehen und sagen, das gibt's ja nicht, dass da so wenig Platz ist und. Die sehen das Auto auf einmal dann ganz anders. Ja, klar. Ja, auch wenn du als Laie mal siehst beim 997, wo der Motor wirklich aufgehängt ist. Ne? Jawohl. Das kannst du ja hier richtig geil sehen, dass der tatsächlich hinter der Hinterachse sitzt. Ne? Ja. Das sieht man ja so nicht. Ne? Wenn du hier hinten das Deckelchen aufmachst, siehst du sowieso nur ein Viertel von dem Motor. Das ist, glaube ich, schon mal schön zu sehen für viele Leute, gerade die so ein Auto haben, ne? Dass man da mal ein bisschen reinschauen kann. Das ist schon echt gut. Die Dinger hier, die sind ja so schwer, ne? Ja. Die Freunde hier haben wir damals beim 991.2 GT3 weggemacht. Deswegen hatte der auch so einen geilen Sound. Die waren weg. War eine gute Entscheidung. Fuhr auch besser. Fuhr auch besser. Hatte irgendwie weniger Gewicht auf dem Hintern. Ja, und da halt eine Geschichte von VW-Kübelwagen, Jagdwagen. Ich komme immer noch nicht, sorry Christoph, wenn ich dich unterbreche, ja. Ich komme immer noch nicht auf dieses Bild hier klar. Ne? Warum? Naja, weil da unten doch dieser... Da Rolf Wüterich liegt, ja. Da liegt doch einer, oder nicht? Ja, das ist der Beifahrer gewesen. Der Mechaniker und Beifahrer. Und der hat sich nur, unter Anführungszeichen, leichte Blessuren zugezogen. Und beim James Dean war es halt richtig blöd, weil der ihn auf der Fahrerseite erwischt hat. Ja. Und der Rolf Wüterich ist halt... Und Anführungszeichen nur oder Gott sei Dank rausgeflogen. Krass. So krass, ne? Was für eine coole Sau einfach der James Dean war, ne? Wenn du die Bilder siehst, hier das. Ja, das war kurz davor, da haben sie noch einen Tankstopp gemacht. Krass. Da war jetzt einer da, der hat zu mir gesagt, die Tankstelle gibt's noch. Ja? Ja. Würde ich sagen, ruf der nächste USA-Trip. Müssen wir mal gucken. So, was hast du jetzt hier erzählt? Ich habe dich unterbrochen. Da ist Allradkäfer. Das Ding ist ja auch so stylisch, ne? Porsche Jagdwagen, das weiß auch eigentlich fast keiner. Von denen hat man knapp 60 Stück gebaut für die deutsche Wehrmacht als Prototypen. Und das Fahrzeug war schwimmfähig. Das heißt, wenn man das Auto ins Wasser gelassen hat, konnte man den über einen See ziehen, der ging nicht unter. Ah, okay.
Man hatte ja Erfahrung von dem Kübelwagen. Da hat es ja Kübelwagen, Schwimmwagen und diesen Kommandeurwagen gegeben. Mhm. Und da hatte man ja schon die Erfahrung vom VW her, Porsche, mit schwimmfähigen Fahrzeugen. Weil der Schwimmwagen, du weißt ja, das ist ja aufgebaut wie eine Badewanne. Ja. Hinten der Propeller mit der Verlängerung von der Kurbelwelle und dann fährst du ins Wasser und schwimmst. So gut. Und hier das hier, ne? Ist das eigentlich dieses Tarnlicht? Genau. Ja. Das sind die alten Tarnscheinwerfer. Ja. Und das sind die moderneren schon. Ja, und beim Käfer ist ja ganz einfach, ne? Die hatten nur ein Käppchen da vorne drauf. Da waren so Abdeckungen mit so einem kleinen Schlitz. Und aber kannst du denn ja eigentlich auch komplett lassen mit dem Licht, oder? Ja, da siehst fast nichts. Ja. Ja gut, aber du willst ja auch wahrscheinlich dann nicht gesehen werden. Ja, das Wichtige ist, dass die nicht sehen. Ja, genau. Ja. Ach, herrlich. Ist echt immer wieder schön, hier zu sein. Was ist das für eine Abgasanlage? Rennauspuff. Das ist eine Rennauspuffanlage von den 356. Ah ja, stimmt. Das habe ich schon mal gesehen mit diesem geilen Endrohr hier. Herrlich, ey. Ja, da waren noch Zeiten, ne? Da suchst du den OPF vergeblich. Ja, da hast du den Verschalter noch schön gehört. Ja, die stylischen Farben hier wieder, ne? Ja. Also das ist ja für mich einfach die Farbe, ne? Das ist Gletscherweiß. Ja, so geil. Stell dir mal vor, den RS in Gletscherweiß mit dem ganzen Zeug in Lila. Oh. Ja. Sicherlässig. Sag mal was zu dem RS. Zu was fahren? Meinem. Schön. Sag mal ehrlich. Na, ist wirklich schön. Ja? Schön groß, ja. Schön groß, ja. Schön. Na, wenn du schaust, wir können dann unten schauen, können wir nebeneinander stellen. Ja, das müssen wir gleich mal machen. Weil unten ist jetzt noch 996 GT3 RS, 997 GT3 RS und 991 GT3 RS. Die stehen jetzt noch unten. Und wenn du da den deinen daneben umstellst. Ja, das machen wir gleich mal. Das ist einmal richtig groß. Geil, habe ich ja nicht mal den größten. Das ist auch geil hier, das Ding. Ne? So ein Trecker. Also, ich weiß auch nicht, wie man das nennt oder ob das irgendwie so ein Knall ist. Ne? Ich stehe ja auf alles, was komisch ist. Ne? So Trecker, Kübelwagen, Amphibienfahrzeuge, irgendwelche sechsrädrigen komischen Dinger, die vollkommen sinnlos sind oder auch eben nicht. Ja. Es gibt einen österreichischen Hersteller, die bauen so Dinger. Wie heißen die nochmal? Nicht Puch, Steyr? Du meinst diese Amphibien mit diesen kleinen Rädern? Ja, diesen kleinen Rädern, diesen wilden V-Profil. Suchen wir raus, zeigen wir euch. Nein. Total geil. Also irgendwann, wenn ich, weiß ich nicht, man muss sich das ja manchmal selber schönreden, ja. Ne, warum man sowas kauft. Aber irgendwann, wenn mal, weiß ich nicht, Geld vom Himmel gefallen ist oder irgendwas anderes Schwachsinniges passiert ist, dann muss man so ein Ding mal kaufen. Ja. Ich finde das total geil. Da habe ich direkt wieder die Worte meiner Mutter im Ohr. Männer werden 7, danach wachsen sie nur noch. Ja. Die Spielzeuge werden ein bisschen größer. Wir sind doch von der schnellen Truppe. Immer. In allen Dingen. Ja, genau. Ja, ist schon irgendwie ein ziemlich wilder Unterschied, ne? Boah. Also auch jetzt von den ganzen aerodynamischen Details. Also 991 GT3 RS ist ja schon krass. Ne? Also wirklich ein wildes Auto. Aber wenn du das jetzt nochmal anschaust, auch hier so die Louvers, ne? Die sind ja einfach dreimal so groß wie beim 991. Ich kann mich erinnern, wie der 991 GT3 RS das erste Mal in einem Porsche-Zentrum gestanden ist und man geht dann zu dem Auto näher hin, wo man halt die ganzen 997 oder 996 gewohnt ist, habe ich mir damals schon gedacht, ein Wahnsinn, wie das hintere Rad groß ist. Ja, schau da jetzt das Auto an. Das ist krass. Und da sind jetzt Winterreifen drauf. Ja. Wenn da Sommerreifen drauf sind, wirkt das noch mal krasser, weil die so richtig wulstig sind einfach. Das ist schon echt, aber der passt auch gut hier rein, muss ich sagen. Ja, schon, gell? Ja, doch. Das macht schon einen schlanken Fuß irgendwie. Ja, auch von der Farbe her, gell? Ja, wir sind gut aufgestellt. Wird gut dazu passen. Das ist Speedgelb, ne? Das ist Speedgelb, ja. Ja, auch geil. Aber jetzt schau mal, Speedgelb und das Seeblau. Mhm. Und jetzt schaust du deine Konfiguration an mit dem
Mit dem Lila, Ultraviolett und Gelb. Ja, das, schau mal. Das passt oder? Schon gut, ne? Das passt schon. Das passt schon echt gut, ja. Also ich habe zwischendurch wirklich Sorgen gehabt, dass das scheiße aussieht, aber es passt einfach richtig gut. Das passt super. Also wirklich. Hast du gut gemacht. Danke, vielen Dank. Bitte gern. Danke. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Herr Pfeifhofer mich lobt. Ach, herrlich, ey. Ja, danke, dass du uns quasi Obdach gewährst für ein paar Wochen. Na, selbstverständlich. Aber ja, schon, wenn du so länger hinschaust, jetzt schau mal, jetzt stehst du da, schaust den, und dann schaust hinter auf den RS von 1973, da glaubst, also, wie klein ist denn das? Wie, ja, ich guck mal 996 auch. Oder 996. Ne, das Ding ist ja noch gar nicht so alt. Na. Der ist 20 Jahre alt und sieht einfach aus wie ein Spielzeugauto neben dem 992. Ja, und wenn du denkst, was die in der Zeit alles gemacht haben. Ich kann mich noch erinnern, wie das Auto rausgekommen ist und wie ich den Drehzahlmesser gesehen habe. Vorher hast du die Drehzahlmesser gesehen, da war bei 7.000, 8.000 Umdrehungen aus. Ja. Bei denen fängst du bei 7.000 erst an, lustig zu werden. Da haben wir uns nie getraut, Gas zu geben, weil wir mal gewusst haben, 964, 993, wenn du ein bisschen knapp bei 8 bist, dann klingelt es einmal. Und bei dem, das ist richtig losgegangen. Ja, hier ist er noch schlimmer. Und das ist noch ärger. Das ist, und deswegen sage ich, Porsche macht da haben sie schon alle recht. Jetzt sagen wir, boah, das ist High-End. Ja, aber was nach dem kommt. Kommt ein 994 oder wie auch immer er dann heißen wird. Und da werden wir das Gleiche wieder sagen. Ja, genau. Und wahrscheinlich setzen sie da noch irgendwas Hybridmäßiges drauf oder so. Und dann wird es ganz irre. Und dann hat das Ding auf einmal auch noch 800 PS. Ja. Ich bin gespannt. Aber wunderschönes Auto, wirklich. Muss ich da echt gratulieren. Danke, danke. Hast du die Sitze gesehen? Ja. Ja, mega. Und hier, die Gurtdurchlässe sind auch ultraviolett. Ja. Und jetzt sehe ich natürlich der ganze Kamerakram hier wieder vom Ehren rum. Ja. Aber es sieht schon gut aber aus. Aber mit Schottenkarre oder mit dem bist du immer angezogen. Gell? Das, ja. Das ist einfach geil. Und auch schau mal, hier mit dem Weiß ja. Ne, und dann weiße Nähte. Ja. Weißt du, das passt wie Faust aufs Auge. Perfekt. Und ich muss sagen, so verreisen geht eigentlich ganz gut, weil du kannst hier durch das Loch da im Käfig, da kriegst du so einen normalen Weekender, so eine normale Turnbeuteltasche da, so ein Ding kriegst du da easy durchgeschoben. Na, und du kannst mit dem Auto garantiert, so wie mit den anderen, das ist mit den 996, 997 ein bisschen schwierig gewesen, aber 991 oder mit dem, kannst du sicher 1000 Kilometer am Stück fahren ohne Problem. Ja, habe ich ja jetzt gerade erst gemacht. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist wirklich kein Thema. Es hat die ganze Zeit geregnet wie die Sau. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, aber es ist überhaupt gar kein Problem. Hat den Komfort. Ja. Und der Andi Preuninger, der sagt, dass er lieber 1000 Kilometer am Stück mit dem GT3 RS fahren würde, als mit dem ST. Mhm. Weil ST ist natürlich mit dem kurzen Getriebe und der harten Kupplung und so, ne, ganz andere Baustelle. Aber ST ist ja für mich das Auto, ne? Ja. Mein Gott, Wahnsinn. Ist das geil. Ich war ja mit dem Walter fahren, wo ich dir noch geschrieben habe, in Italien. Und der sagt, das Auto 1985 und er wäre sich selber damit um die Ohren gefahren, sagt er. Das ist so geil. Ja. Boah, ist das eine Fahrmaschine, ey. Mir gefällt das Auto wahnsinnig gut. Ja. Sexy. Einfach cool. Super Understatement. Viele regen sich darüber ja auf, ne? Aber ich finde es geil. Und was ich cool finde, der Flügel hinten, der fährt ja später hoch. Mhm. Ne? Und dadurch bleibt er natürlich länger schön. Weißt du, das sieht einfach geil aus. Da ist nur so ein kleiner Gurney drauf, wie beim R. Boah. Also wirklich geiles Auto. Haben schon jetzt irgendwie so 4, 5 geile Modelle rausgebracht. Schon, da würde ich mir schwer tun, wenn ihr das könnt, dass ich mir da was aussuchen müsste, würde ich mir schwer tun, was ich da nehme. Ja, ich wollte ja, also als dann das Thema ST kam, ne, dann habe ich dann auch bei mir im PZ ein bisschen geflirtet und die haben dann halt auch gesagt, alles geht nicht, also geht auch. Geht doch nicht, bei mir sowieso nicht. Ne, so. Und dann hätte ich es halt wieder abgegeben und so, aber es ist natürlich klar, die müssen gucken mit den Sondermodellen, du kannst nicht immer den gleichen Leuten diese Autos geben, ne? Das funktioniert halt nicht. Aber ich hätte es schon geil gefunden, weil ich hatte ja auch den R
und den ST. Boah, aber ich habe ehrlich nicht, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Auto so geil wird und auch noch mal so viel geiler als ein R. Habe ich nicht mit gerechnet. Also da haben die sich wieder selbst übertroffen. Wahnsinn. Absolut, absolute Granate. Da sehen sie schon gut drauf hin. Ja, gell? Können sie. Können sie. Ja, Christoph, vielen, vielen Dank. Ich sag danke. Wofür? Ja, für unseren kleinen Besuch. Ja. Ja, ich freue mich. Immer Freude. Ja, das ist schön. Ja, ich auch. Sind wir lustig mit dir. Ja, das ist gut. Das ist gut. Also, ne, ganz dringend, wenn ihr in der Nähe seid, vorbeikommen. Es lohnt sich wirklich. Und meistens ist der Christoph auch so gut drauf wie heute. Ja, immer. Fast. Also, macht's gut. Alles Gute. Haut mal in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschö. Der Friend.